Ja, vielleicht schreibe ich doch erst nochmal die Ergebnisse von der Excel, was wir in der Excel ausgerechnet haben, auf. Also wir hatten hier dieses hier ausgerechnet. Das war ungefähr, ich gucke jetzt noch hier in der Excel-Tabelle nach, das sehen Sie natürlich nicht. Also das war ungefähr die Note von den Leuten, die da waren, minus die Note von den Leuten, die nicht da waren, waren minus 0,53. Also minus ist ja bei Noten besser, also sie waren 0,35 besser. Und um das ein bisschen vergleichen zu können, haben wir das noch standardisiert. Also ich habe den Erwartungswert von der Note, wenn ich schon weiß A, minus den Erwartungswert von der Note, wenn ich schon weiß nicht A, teile ich noch durch die Standardabweichung Sigma von Note. Ja, um irgendwie rauszurechnen, ob die Klausur eine war, wo jetzt ganz viele Einsen und ganz viele Fünfen waren oder wo es einfach nur Dreien und Zweien gab. Ja? Weil bei der einen ist es sehr schwer, eine halbe Note Unterschied zu kriegen. Bei einer anderen Klausur kann es sehr leicht sein, eine halbe Note Unterschied zu kriegen. Deshalb teilt man das hier noch durch die Standardisierung. Ja? Und dieses hier nennt man die Effektstärke. Und das ist jetzt hier gewesen, minus 0,53 geteilt durch die Standardabweichung war hier ungefähr 1,28. Und das ist ungefähr gewesen, minus 0,41. Also ungefähr 0,41 Standardabweichung war die eine Gruppe besser als die andere. Ja, und das hier nennt man auch die Effektstärke D. So, okay. Im nächsten Video schreibe ich das nochmal ordentlich auf.